Hey, hey, Leute, wir farmen gerade mal ein wenig uns ein Seepferdchen an. Mit einem echt kleinen Aufbau. Wir starten direkt in der 18. Welle. Und gucken mal, was wir hier so hinkriegen. Und hoffen natürlich, dass wir überhaupt was hinkriegen. Ach, ich mach schon alles platt hier. Aber ich kann jetzt wie so ein Berserker upgraden. Ich kriege hier gerade ziemlich viel Mana. Hm? War da was? Oh, da war was. Ich upgrade einfach mal. Ich habe echt so das Gefühl, das ist voll laut. Oh, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich meine Kopfhörer komplett aufgedreht habe. Und mir deswegen die Ohren klingeln. Dreht man das mal ein bisschen runter, ist das auf einmal ganz schön leise. Aber höre ich dich auch wieder schlechter. Jetzt kann es natürlich sein, Option. Ich weiß, das ist nicht sehr interessant. Aber Lautstärke des Soundeffekts ist auch sehr gering. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie Knick im Gehör. Ein Knick im Gehör? Hab ich noch nie gehört. Ja, manche Leute haben Knick in Optik, ich habe Knick im Gehör. Schwertkämpfer. Boah, jede Menge Schwertkämpfer. Ja, vor denen solltest du dich in Acht nehmen. Merkt das schon. Ganz besonders, wenn die ihre kleinen achtbeinigen Freunde dabei haben. Yep. Meine Fresse, nee. Das Weiß in ihren Augen siehst, dann weißt du, du bist tot. Okay, der Aufbau hält auch nur für den Moment. Ist nichts für länger. Die Ballisten müssen besser werden. Ey! Ja, Entschuldigung, wenn die Ogre hier dran stehen, machen die ganz schön fix platt. Also die leben. Sind ja auch nicht, das sind ja keine Überlebenskünstler. Ach ja, du hast ja mit dem Charakter überhaupt nicht auf Leben getrimmt. Genau. Hab ich ganz vergessen, tut mir leid. Die sollen alles so schnell platt machen, dass es gar nicht erst die Chance bekommt, alles ranzudrehen. Im Normalfall. Im Normalfall. Doch, wir arbeiten ja grenzwertig, ne? Okay, irgendwo ist da noch eine Sache. Ah, da. Ein Oger. Er lässt auf sich warten. So ein großer Lina. Geht rauf, aber geht nicht auf, mit geht weißen auf. Flecken. Ist kein Milka Oger. Demnächst neu, Milka Oger. Die Füllung kannst behalten. Okay. Die Ballisten kriegen echt Schaden. Ich würde ja jetzt. Gucke mal. 30 Haie, 7 Kopter und es bleiben dann Oger. Soll ich noch mit meinen anderen Charakteren reinjoinen? Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Könntest du machen, dann haben wir umso mehr Loot. Yep. Dann auf jeden Fall mit ihr. Damit die Auren noch ein bisschen was bringen. Ich stelle mich mal in diese Ecke. Hier dürfte nicht so viel passieren. Kann ich mich dahinter verstecken? Nein, kann ich nicht. Nein, bleibe ich hier stehen. Und dann noch mit einem weiteren Charakter. Keine Ahnung, mit ihm. Warum auch nicht? Versteck dich vor der Map. Zack. So. Schon mal mit ihm. Dass die Zeit schon mal ein bisschen runter geht. Alles soweit repariert.
Dann sammeln wir noch mal schnell hier ein bisschen Mana an. Und dann können wir da direkt durchstarten. Und dann gucken wir mal, wie diese Aufnahme überhaupt wird. Ne? Ja. Yep. So, starten wir mal durch. Noch hier die Kiste. Was können wir denn mit 500 machen? Mit 500 können wir eine Balliste upgraden. Okay, ich glaube, ich stell mich mal hier so in die Mitte ein bisschen. Weil okay. Hier ist so wenig abgegradet. Also ist nicht hoch abgegradet. Gucken wir mal, kriege ich noch mal irgendwo schnell Mana her? Nee. Ich könnte dir welches geben. Ja, dann kannst du es doch eigentlich für Upgrades benutzen. Oder du gibst es mir und. Mit hin. Okay, ich kriege hier noch was hin. Los, Gegner, kommt! Ich war nämlich eben Mana. Komm nachher so schnell. Ja, wir müssen ja nur diese Welle überleben und dann. Ah, da haben wir schon den ersten Ogre. Mit meiner Hilfe geht er ziemlich fix drauf. So. Zeig ihm mal den Jordan. Raketen. Da ist ja schon der nächste. Schnaufbaus ist hier nicht drin, wie? Wie geht das denn? Die lassen Mana fallen und ich krieg davon nichts ab. Boah, was ist das? Was haben sie im Testament festgelegt? Wenn sie immer sterben sollen, hast du nichts von ihren Mana bekommen. Das geht alles an die kleinen armen Goblins hinter ihr. Nee. Ich brauch das Mana aber. Das kann ich nicht abwerten. Da oben geht grad. Da ist auch von hinten auf die Überlisten. Machen wir mal hier ein bisschen. Daran. Ja, draufgegangen. Kommt vor. Passiert. Nicht so schlimm. Dafür ist die Welle schon so gut wie oben. Also relativ. Ungefähr. Ja, ist ja nur kurz. Wir werden jetzt ganz viele Testaufnahmen immer raushauen, also nicht wundern, wenn unser Channel jetzt vor Videos platzt. Mal wieder was Neues antesten. Mhm. Um mal zu gucken, was euch denn so gefällt, denn leider kriegen wir ja so wenig Kommentare. Mhm. Irgendwie stimmt hier was nicht, hier fehlen Ballisten. Die wurden verschoben. Oh. Die fehlen nicht, die sind nur verschoben. Ganz böse Sache, und die Aura bei dir nagt auch schon am letzten Leben, das heißt. Jopp. Ja, aber gucke mal, dafür ist das Ding jetzt vorbei. Also es ist wirklich nur, wenn man vielleicht noch deine Balliste ein bisschen höher kriegt, vielleicht auch ein bisschen Leben, wer weiß, dann hält das hier vielleicht auch noch mal ein bisschen länger. Das wäre gut möglich. Oh, da unten sind zwei transzendente Sachen gefallen. Wahnsinn. Tja, können wir die auch noch mit einsammeln. Okay, und so kriegt man dann auch mal eben schnell transzendente Sachen, obwohl man eigentlich nur, ja, ein bisschen Seepferdchen abstauben möchte. Wo ist denn hier der? Was interessant ist, dass das tatsächlich gut ist, das Teil. Okay, warum repariere ich? Brauche ich mal nicht. Was haben wir denn da? Boah. Ich komme mal vorbei. Ach du Heimatland. Was haben wir denn? Ne, das ist nicht. Das ist ein Transzendent Elektrisch Tidal Blade. Ja, nee, ist klar. 800% Rückstoßrate bei mir. Was? Ne, 800% Reflexionsrate. Nee, stimmt doch schon wieder was nicht. Aber es ist gut für ein DPS. Also,
Ja, einpacken. Das kann für einen Barbaren ist das gut. Das ist auch für einen DPS gut. Auch einpacken. Wahnsinn. Zufälligerweise zwei Stück gemacht und die sind auch noch zu gebrauchen. Na? Nee, du kommst mal hier schön her. Welle geschafft. Und jetzt müsste auf allen, ne? Plock, plock, plock. Jawohl. Das war's eigentlich schon. Mehr wollte ich gar nicht. Plop. Und schon schmeißt die Charaktere wieder raus. Weil, wofür brauche ich sie? Einfach nur für Seefährchen. Lass mich raten, ja. Die sind nicht so gut. Leicht untertrieben, würde ich mal sagen. Nee. 47. Kann man aber nichts mit anfangen, du. 3 Millionen, 4 Millionen, 17 Millionen! Ja, leck mich fett, ein Transzendentes. Mit 435 im Leben, 426 im Angriff, minus 144 auf Geschwindigkeit, plus 413 auf Wirkgeschwindigkeit. Das Ding ist, gefällt mir. 2000 Grundschaden, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, 188 mal upgradebar. Ansonsten, die anderen beiden sind jetzt nicht der Knüller, wobei die haben schon von sich aus einen höheren, oh, noch ein Transzendentes. Die haben von sich aus schon einen höheren Basisschaden, wenn ich das richtig sehe. Ja. Nämlich liegt bei 3000. Also Grundschaden ist schon höher. Das eine ist für, also 230 mal upgradebar. Das 49 upgradebare mal. Das kann ich direkt in die Tonne kloppen. Tschüss. Das andere, das 230 mal upgradebar. Ja, die Turmstats sind da überwiegend. Aber alles andere ist da nicht zu gebrauchen. Also Minus in der Geschwindigkeit, Minus im Angriff, Minus in der Castingrate, Minus Turmleben. Aber dafür sind... Ach, hier, guckst du einmal kurz an. Das andere, das behalte ich. Das nehme ich erstmal. Ist zwar nur 180 mal upgradebar, aber das 188 mal upgradebar. Aber ich glaube, damit komme ich weiter als das, was jetzt mein Summoner hat. Der das haben soll. Weil der hier hat zwar einen guten, also der ist ja an sich, wobei gut, der hat nur 6544 im Angriff und ist schon 81 mal hochgelevelt. Kannst du 214 mal hochleveln. Oh, hat gerade ein paar. Naja, wo ist jetzt meiner hier? Nee, das ist er nicht. Doch. Nee. Das hier, 230 mal, da. Was sagst du dazu? Ja, ganz nett für Turmbauer. Nur das Leben lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ist doch genau deine Richtung. Obwohl, nee, du hast ein besseres Pad. Das ist ja da auf dem Laufband. Ja. Ja, dann lassen wir die wieder mal liegen. Und so schnell kann man dann mal eben ein Tierchen anfahren. Seahorse. So. Ausrüsten, gucken. Ach, wie niedlich. Es ist ein kleiner Popel. Na gut, ne? Ich habe 375... Toll. Eigentlich soll er den Flash Heal beherrschen. Stattdessen beherrscht er jetzt die Diener-Geschwindigkeit. Da liegt er nämlich bei... 1038 und 919 bei der Blitzheilung. Und da habe ich eigentlich am meisten reingesteckt. Leben hat er. Oh, der hat sogar Angriff. Wofür braucht der Schaden? Der braucht keinen Schaden. Die 100 kann ich eigentlich in Leben räumen oder in Blitzheilung. Weil doch ein bisschen Schaden wäre ja nicht schlecht für das Tierchen. Was möchtest du mir sagen? Ich habe nur auf dich gezeigt. Okay. Einmal kurz noch hier den Käse einsammeln und dann ab zurück in die Taverne. Ja, Leute, das war einmal ein kurzer Einblick in, wie schnell kann man sich ein Seepferdchen holen, das sogar gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben es nur auf Nightmare Hardcore gemacht, noch nicht mal im Mix-Mode oder so. Wir haben direkt in der 18. Welle gestartet.
Ich hoffe, dass dieser kurze Einblick hat euch gefallen. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Sag doch noch das, was du sagen wolltest. Ach. Können wir uns bis zum nächsten Mal aufheben. Okay.